Ja, doch mal gucken. Hallo, ihr Lieben, wir wollen euch heute Abend neugierig machen, nämlich auf unserem Pferd zum Pferd Campus, den es morgen Abend geben wird. Und da wird dabei sein Corinna Hengefeld. Hallo, Corinna. Corinna, wir wollen uns morgen Abend unterhalten über iberische Pferde und hier im Speziellen über das Dressurreiten mit iberischen Pferden. Und darüber, dass man so ein ganz klein bisschen die Besonderheiten iberischer Pferde im Hinterkopf behalten soll. Jetzt erstmal für alle Kritiker gleich vorab. Keine Sorge, natürlich ein Pferd ist ein Pferd. Und es gelten allgemeine Ausbildungsregeln der verschiedenen Reitweisen, wie auch immer man sie anwenden möchte. Aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, worauf man achten muss, Corinna. In welche Richtung wird das gehen morgen? Ja, das stimmt. Es ist ein super spannendes Thema. Es ist ein Thema, was mich auch als Ausbilderin sehr begleitet und sehr beschäftigt. Und um das Ganze nachvollziehbar zu machen, fangen wir tatsächlich morgen so ein bisschen mit Geschichte an, aber nicht der langweiligen Geschichte, sondern gucken einfach so ein bisschen, wo kommt das iberische Pferd her? Also wofür ist es gemacht? Was liegt in der Natur des iberischen Pferdes? Und daraus kann man eigentlich die Besonderheiten, die sich für den Umgang, für die Arbeit mit diesen Pferden und auch für die dressurmäßige Arbeit eigentlich sehr gut ableiten lassen. Und das ist das, was es für mich so spannend macht. Ja, weil ich immer daran interessiert bin, sei das jetzt in den Reitweisen oder sei das in den verschiedenen Pferden und bei den verschiedenen Pferderassen, wozu sind die gemacht und wie kann ich das in meiner Arbeit auch nutzen? Dass man einfach das Zuchtziel auch klar vor Augen hat. Das ist natürlich auch etwas, was sehr hilfreich ist, bevor man sich ein Pferd anschafft, egal welcher Rasse oder von welchem Kontinent es stammt, dass man sich verinnerlicht, wofür ist das Pferd eigentlich gemacht und passt das überein mit dem, was ich machen will. Aber das ist jetzt morgen gar nicht so der Punkt, dass wir sagen, passt das überein mit dem, was ich machen will, sondern wir sagen, jetzt haben wir das iberische Pferd, das steht bei uns im Stall, jetzt müssen wir sehen, dass wir vorankommen. Der eine oder andere wird ein bisschen erstaunt sein über die Sensibilität. Ist das ein Thema? Ja, definitiv. Sensibilität, Reaktionsschnelligkeit, ne, ist ja auch ein Thema, mit dem jeder, der ein iberisches Pferd besitzt, sehr schnell konfrontiert wird. Aber auch ja, der Neigung zum selbstständigen Handeln. Ne, das ist ja auch etwas, was man in der dressurmäßigen Arbeit auch sowohl positiv als auch negativ betrachten kann. Und auch da mal genau reinzugucken, wo kommt das her, warum ist das wichtig, warum kriege ich das auch gratis, wenn ich ein iberisches Pferd kaufe und wie kann ich das auch für mich nutzen, geschickt als Besitzer, als Ausbilder, als Trainer? Das ist eine schöne Fragestellung, weil so mancher passionierte Dressurreiter wird Pickel kriegen, wenn sein Pferd ihm beim X vorschlägt, er bliebe jetzt mal stehen, weil hier bleibt man immer stehen. Ja. Und sagt, ich weiß aber, wie das geht. Ja, ich weiß das besser. Hast du da Strategien für uns, wie wir das sozusagen ins Positive umformulieren können, damit uns der Iberer nicht eines Tages den Stinkefinger zeigt und sagt, pass mal auf, du gehst mir so auf den Nerven mit deinem, ja, hier musst du das machen, da musst du das machen? Ja, also natürlich gibt es ein paar Strategien, die wir dazu morgen besprechen. Aber ganz grundsätzlich ist auch etwas, was mir im Unterricht immer sehr wichtig ist, dass man erstmal davon nicht genervt ist, ne, sondern dass man sich vielleicht auch darüber freut und auch deswegen eben das Verständnis für diese Rasse auch versteht, woher das kommt und wie ich das für meine Arbeit nutzen kann. Das Erste ist natürlich auch, dass diese Pferde, dadurch, dass sie Konzepte sehr schnell verstehen und selbstständig abarbeiten, auch schnell gelangweilt sind. Ne, das heißt, es geht ja auch darum, das Training abwechslungsreich zu gestalten, ohne dabei zu überfordern, ohne dabei wesentliche Punkte außer Acht zu lassen, aber die Pferde doch so zu trainieren, dass sie auch interessiert in der Arbeit sind und nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt die Weltherrschaft an sich reißen können. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich auch sehr spannend finde, weil das für den typischen, ich sag mal, durchschnittlichen Freizeitreiter schnell auf den Boden der Tatsachen führt. Wenn er ein Pferd aus Spanien importiert, was eben dort auch ausgebildet worden ist, das funktioniert ein bisschen anders als bei uns, oder? Genau. Das ist auch ein Teil des Vortrags, der Import von gerittenen Pferden. Und da geht es mir vor allem darum, also ich habe selber ja eine große Affinität für das iberische Pferd. Ich
bin selber auch halb Portugiese und habe meine Ausbildung in Portugal gemacht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir diese Reitkulturen, die sich in Iberien, also Spanien, Portugal speziell entwickelt haben, auch würdigen, auch schätzen und nicht alles verteufeln. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber dafür muss ich nicht nach Spanien oder Portugal, um die zu finden. Die haben wir in Deutschland genauso. Aber wir haben vor allem in Spanien und Portugal Pferdemenschen, die seit vielen Generationen familiär schon mit dem Pferd verbunden sind, so wie wir es in Deutschland gar nicht mehr kennen, und einen sehr selbstverständlichen Umgang mit diesen Pferden. Also in Spanien und Portugal werden überwiegend Hengste gehandelt und gehändelt und auch geritten und auch beieinander geritten. Das ist ja etwas, was man so in der Form in Deutschland nicht unbedingt kennt. Und das sind die Pferde auch gewohnt. Das ist auch Teil ihrer Kultur, ne? Dass sie sehr im Familienleben integriert sind, dass ja nicht viel Theater um alles gemacht wird, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch den wir beim Import von gerittenen Pferden beachten müssen. Die kriegen einen Kulturschock, wenn sie hier nach Deutschland kommen. Ne, sowohl von unserem Umgang als auch von der Haltung. Ja, und häufig auch Equipment. Da muss man auch gucken, dass man sie sorgfältig und schrittweise umstellt. Das ist definitiv etwas, was morgen auch mit im Vortrag mit drin ist. Alles in allem sehr spannend. Ich freue mich sehr darauf. Ich packe euch gleich in die Kommentare unten drunter den Link, wo ihr noch Tickets ergattern könnt. Corinna, bleibt putzmunter. Bis morgen Abend. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Das mache ich. Ich mich auch. Bis dann. Morgen. Macht's gut. Tschüss.